gar nicht einschlafen. Was war das? Ich bilde mir das sicher nur ein. Ist das schon wieder die Wasserhahn? Ich habe gewusst, ich habe doch Jochen gesagt, das muss repariert werden. Oh no, ich kann das jetzt nicht die ganze Nacht hören. Was sind das für komische Geräusche? Das war doch hier bei uns in der Wohnung, oder? Mami? Mami, bist du das? Vielleicht habe ich mich auch verhört. Irgendwas, was ist das? Ich meine, es ist doch schon mitten in der Nacht, oder? Komisch. Oh, das gibt doch nicht. Was ist das für ein Geräusch? Purple Darling, ich habe gesagt, keine TV mehr nach 10 Uhr. Morgen eine sehr wichtige Meeting. Purple! I can't believe it. Purple! Hat mich jemand gerufen? Ich höre doch da schon wieder irgendwas. Ich meine, aber es ist total spät schon. Mami? Ich geh mal schauen. Ich mach mir meine Taschenlampe an. Mami? Mami, was machst du? Die Lampe Hast weg. Du diese Geräusche gemacht? Ich dachte, du machst sie. Du läufst doch hier mitten in die Nacht durch die Haus. Ja, weil ich Geräusche gehört habe, Mami. Ja, ich habe hast auch du Geräusche mich gerufen? Gehört. Ich habe gefragt, ob du diese Geräusche gemacht Nein, hast. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Also. Du weißt auch nicht. Nein. Oh mein Gott, Darling. Hast du die Geräusche nicht gemacht? Nein. Vielleicht ist es ein Einbrecher. Oh, aber Mami, was wollen die in dieser Wohnung klauen? Aber ja, vielleicht ist das ein Einbrecher. Meine Nagellack-Collection. Hallo, wenn Sie eine Einbrecher sind, kommen Sie raus. Wir haben keine Wertsachen in diesem filthy Apartment. Mami, ich habe ein bisschen Angst. Ich rufe die Portier an. Ja, und ja. Ich brauche eine kleine Waffe. Vielleicht läuft er mir über den Weg. Ich habe jetzt nichts Besseres. Hat Mami mich jetzt hier einfach alleine gelassen? Mami, wo bist du? Oh, Mami, hier bist du ja. Warum bist du dann vor mir weggelaufen? Ich hab Angst. Hallo? Yes, this is apartment. Which apartment? I think drei oder so. The third floor, also dritte Etage. Ja, Mrs. Prunk. It's Mrs. Prunk. Wir haben ein Problem. Wir hören komische Geräusche in unserem Apartment. Und wir glauben, sind Einbrecher! Und wir glauben, es ist eine Einbrecher in unserer Wohnung. Wie jetzt, das hätten sie gesehen. Dann wäre es ja keine Einbrecher, sondern jemand, wo hier wohnt. Auf jeden Fall hören wir hier Geräusche und wir möchten, dass das geklärt wird. Natürlich können Sie jetzt nach oben kommen. Wir haben Angst. Ich bin alleine mit meiner Daughter. Das ist wieder das Sie Geräusch. Sind absolut unbrauchbar. Mami, hast du gehört? Das ist wieder das Geräusch. Der Portier möchte nicht nach oben kommen. Ich glaube, er hat auch Angst. Was machen wir denn jetzt, Purple? Oh, so ein. Hast du gehört? Natürlich höre ich das. Was ist das denn? Gruselig. Ich weiß nicht, was machen. Mami, ich meine, wenn das wirklich Einbrecher sind, dann sind wir hier nicht sicher. Wir müssen uns irgendwo verstecken, oder? Ich meine, so habe ich das in meinem Fernsehen in den Filmen gesehen. Wir sollten vielleicht die ganze Apartment verlassen. Die Police. Wir könnten auch die Police anrufen. Aber wir wissen nicht genau, ob es ein Einbrecher ist. Und ist das eine Straftat, wenn man die Police anruft und es ist gar kein Einbrecher? Ich bin mir da nicht sicher. Also keine, okay, wir haben keine Zeit für sowas, Mann. Listen, Purple. Wir gehen jetzt und suchen uns eine gute Versteck, damit uns nichts passiert, okay? Und da überlegen wir uns dann, ob wir die Polizei vielleicht doch anrufen, oder? Vielleicht sehen wir den Einbrecher ja auch. Und ich nehme meine Waffe mit.
Warte, Mami, kann ich auch ein bisschen mehr deine Tür? Das war doch mal lauter. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Hat sich da jemand bewegt? Ich sag's mal. Ich dachte, sowas würde mir niemals passieren. Ich habe das immer nur im Fernsehen und Filmen gesehen. Unterwegs. Wir brauchen hier jemanden, das ist gefährlich. Ich habe meine Tochter hier. Meine minderjährige kleine Tochter. Eine Stunde? Was soll ich machen? Eine Stunde? Sollen wir jetzt hier stehen und warten? I can't believe it. Niemand ist hier bereit, uns zu helfen in diese komische Bielefeld. Warum kommen die nicht und helfen uns, Mami? Ich weiß nicht, der Party möchte nicht und die Polizei. Sie haben gesagt, eine Stunde dauert mindestens. Und ausgerechnet heute ist Daddy auch nicht da. Ich meine, zu dritt werden wir stärker. Mami, stell dir vor, die klauen meine kompletten Schuhsachen. Das wäre nicht so schlimm, die kaufen mir neu. Stell dir vor, er kauft meine neue Nagellack-Collection. Die sind noch gar nicht in den Stores. Ja, korrekt. Bestimmt ist er danach. Er möchte bestimmt meine Nagellack-Collection. Und dann bringen die Einbrecher bringen dann deinen Nagellack in die Stores. Ich habe dir gesagt, das ist bestimmt von die andere Firma, wo immer weißt du, wo meine Konkurrent ist. Und die haben jemanden geschickt und er kommt jetzt meine Collection und dann veröffentlicht er meine Farben. Oh no. Oder meine Laptop. Da sind alle meine Ideas drauf. Oder alles aus Papis Büro. Ja, das würde Daddy's Bros, Mary Carla. Aber das würde Daddy gar nicht gefallen. Ja, dann hat er Pech. Wenn er nicht da ist, hat er Pech. Wir sind aus unserem Apartment raus. Ich meine, jetzt sind wir hier im Flur. Meinst du, hier sind wir sicher? Wir sind nirgends sicher. Purple. Oh Gott, geh noch runter. Ich weiß nicht, ob wir sonst gesehen werden. Weißt du, mich regt das so auf. Dein Daddy ist schon wieder nicht da. Es ist schon wieder eine furchtbare Katastrophe. Und dein Daddy ist nicht da. Daddy ist nie da, wenn Katastrophen sind. I can't believe it. Ich rufe jetzt nochmal auf. Ruf doch mal die Polizei an, Mami. Ich möchte eigentlich gar nicht die Polizei anrufen, wenn die mich so sehen. Ich meine, ich bin Karen Brooke. Mami, du siehst immer toll aus, egal was du anhast. Ich weiß. Du bist eine bildschöne Frau. Ich weiß, Purple, und du bist meine Tochter, deshalb bist du auch bildschön. Glücklicherweise kommst du nicht nach deinem Daddy. Aber was machen wir jetzt? Hallo? It's Karen Brooke again. Könnten Sie sich vielleicht ein bisschen beeilen? Meine Tochter und ich haben Angst. Wir sind so gerade schon auf dem Hausflur. Komplette Police Department. Wir sind schon auf dem Hausflur. Nein, wir sind draußen. Wir sind geflüchtet. Sie haben mir ja nicht mal geholfen. Mhm. Es ist sehr gefährlich. Schnell, bei uns. Schicken Sie ein spezielles Einsatzkommando vorbei. Bye. Also er hat gesagt, Sie kommen gleich in einer halben Stunde frühestens. Was machen wir jetzt die ganze Zeit? Wenn mich jemand so sieht, Purple, in diesem Nachthemd, ne? Ich habe meine Haare nicht gemacht und meine Nachthemd und... Mein Goodness, du siehst wonderful aus. Was machen wir? Ist das auch mein Schlafanzug? Oh mein Gott, somebody's coming. Come on, Purple. Hallo, Familie Prunk, die Polizei ist da. Ich wurde gerufen. Hier sind wir. Mr. Policeman, wir sind hier. Okay, was ist los? Was ist los? Ich bin hier. Okay, ich
bei uns Einbrecher. Ich habe schon 5 Mal angerufen. Ich kann gar nicht glauben, dass sie jetzt erst da sind. Das ist eine sehr ernste Situation. Also ich war so schnell wie möglich hier. Aber die Polizei, die ist viel beschäftigt. Aber keine Sorge, keine Sorge. Die Einsatzkräfte sind da. Und ich werde den Einbrecher definitiv finden und von hier vertreiben. Okay, ja, wir sind in unserer Wohnung. Wir können Ihnen kurz zeigen, wo die ist. Komm, komm, komm. Okay, okay. Nicht. Der Einbrecher darf nichts von uns erfahren. Ja, und meine Nagellackkollektion kann auch nicht. Weiter, weiter, weiter. Wir sind doch keine Einsatzkräfte. Okay, also hier haben Sie die Geräusche gehört. Hier ist der Einbrecher. Also überall waren Geräusche. Also sehr komische Geräusche. Okay, also der Raum wurde gesichert. Der Raum wurde gesichert. Der Einbrecher muss hier sein. Das ist noch das Wohnzimmer. Im Wohnzimmer waren wir noch nicht. Lass uns mal ins Wohnzimmer gehen. Gehen Sie vor! Okay, okay, okay. Warum gehen wir hier überhaupt mit? Aha! Da ist doch jemand! Nom, nom, nom. Wann hat der Tag euch? Hier ist der Einbrecher. Der Zugriff folgt sofort. Also in Sicherheit! In Sicherheit! Oh nein! Was? Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ich bin so nervös! Da lag wirklich jemand auf unserem Sofa! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Sie haben ihn! Du bleibst hier, okay? I'm gonna have a look! Who are you? Oh mein Gott! Hier ist der Einbrecher! Hier ist der Einbrecher! Let go, Affin! Das ist mein Ehemann! Ja, das ist gar kein Einbrecher! Jacke, du hast uns erschreckt! Purple und ich hatten total Angst! Sie können wieder gehen, danke schön! Ja, das ist mein Empfang, danke! Was war das schicken jetzt? Schicken Sie mir eine Rechnung! Nein, schicken Sie sie an meinen Mann! Was machst du hier, Jacke? Ich habe dir gesagt, du sollst dich anmelden, wenn du früher nach Hause kommst! Purple und ich hatte Angst! Und du bist hier auf diese Couchliste! Wir haben extra eine Polizei! Ja, danke für den Empfang, was ich auf der Couch gemacht habe. Wie du schon sagst, ich habe geschlafen. Ich bin heute später nach Hause gekommen und ich wollte... Später? Du bist früher nach Hause gekommen, Jochen. Ja gut, ich bin früher nach Hause gekommen, aber ich bin trotzdem spät gekommen. Und ich wollte euch nicht aufwecken, deshalb bin ich leise... Bla bla bla, deshalb hast du uns erschreckt und aufgeweckt. Wonderful. Ich habe euch erschreckt. Ihr habt mich mit dem Polizisten begrüßt. Ich habe dir gesagt, du sollst bitte, wenn du früher nach Hause kommst, einfach mal Bescheid geben. Ihr habt geschlafen! Purple, Darling! Das ist nur dein Daddy. Der Vollidiot. Daddy! Ich bin so froh, dass du es bist! Ich dachte, es wäre ein Einbrecher. Also, war da jetzt kein Einbrecher, sondern du warst der Einbrecher? Oder hast du den Einbrecher vertrieben? Ich hab geschlafen. Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber gut, ja. Und hast du diese ganzen Geräusche hier gemacht? Ich hab mich ins Haus geschlichen, weil ich euch nicht aufwecken wollte. Oh Mann, das wird mir niemand glauben. Ich brauche eine kleine Waffe, vielleicht läuft er mir über den Weg. Ich habe jetzt nichts Besseres. Keine Waffe. Meine Waffe macht dich kaputt. Ich habe meine Tochter hier. Meine minderjährige kleine Tochter. Sorry. Und René geht zu. Ich höre dich nicht. Ja, wie ein Kommunionsanzug. Das ist auch. Crop-Top, ne? So Westen, die werden ja auch nur bis zum Bauchnabel. Oder bei mir eher bis zur Brust getragen. Ja, fühlt sich gut an. Kannst du langsam mal gehen? Ich werde was runtergehen. Aufstehen! Es tut mir leid, das kann jetzt dauern. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Okay. Wir haben extra eine Policeman angeordnet und du schlägst dir auf die Kante des Rexons! Ah, Double Eleven! Oh Mann, das wird mir niemand glauben. Nee, das stimmt. Wissen wir noch nicht, worum es geht. Ich wollte doch nur schlafen. Tja,
Ich glaube, du schläfst jetzt die nächsten 12 Wochen auf der Couch. Ach nö. Oh doch.